Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Mikrofonrichtungssimulator, vom Landwirtschaftssimulator 19 und zwar unserem fantastischen Projekt Goldgräber. Jawohl, der Heuschnupfen hat mich wieder mal erwischt, ihr hört es vielleicht, also dieses Mal keine Erschöpfung, sondern einfach nur Heuschnupfen, der mich da so stört. Ja, wir müssen den ganzen Laden wieder ans Laufen bringen, denn das ist wieder mal der Anfang der neuen Staffel. Ich weiß nicht, wie viele Folgen ich heute dann aufnehmen kann. Ich bin schon anzureden mit der Drachenlord. Ich weiß nicht, wie viel es wird. Ja. Ich habe ein bisschen was vorgenommen, mir mit euch hier zu machen. Und da müssen wir mal gucken, wie das so wird. Nämlich, zum einen haben wir den Bagger und bei dem Bagger ist es so, da würde ich gerne eine andere Art der Befüllung wählen. Und dazu müssen wir ein bisschen was vorbereiten. Was war denn mit dem Wassertank eigentlich? War der jetzt mal voll hier? Da hat er irgendwie Probleme. Der nimmt hier immer die Kurve so komisch, ne? Da müssen wir vielleicht die Strecke nochmal irgendwann umbauen. Aber das würde ich gerne so ein bisschen jetzt mal hier auch mal aus den Folgen rauslassen. Dafür haben wir in dem, was ich jetzt plane, sehr viel rumgefahren halt. Mal gucken. So. Ah ja, der war wirklich komplett leer. Na gut. Ich weiß jetzt gar nicht, wie das mit dem Diesel aussah. Und genau, bei den Fahrzeugen hier wollen wir nochmal die größeren testen. Aber ich hatte ja eine Sache versprochen. Das Projekt hier soll ja nicht nur landwirtschaftliche Maschinen mal anders sein, bevor wir wieder auf eine landwirtschaftliche Karte zum Ausgleich zurück, oder zum Ausgleich, nicht zum Ausklingen, bevor der LS22 kommt, zurückkehren. Übrigens, LS22 jetzt vorbestellen in der Videobeschreibung, mich unterstützen. Wäre ich euch sehr dankbar. Vielen lieben Dank, wenn ihr das denn machen mögt. Da sind ganz viele Optionen. Nehmt bitte genau den Link zu dem, was ihr dann braucht. Also die korrekte Konsole oder so. Einmal bei Giants könnt ihr selber holen als Key, vorbestellen. Oder bei Amazon als Box oder die verschiedenen Editions. Was auch immer ihr mögt, ihr würdet mich damit wirklich sehr unterstützen. Genauso wie die Unterstützer auf Garderobe Plus in der aktuellen Zeit. Können wir auch ein bisschen drüber reden. Ich habe ja so ein bisschen angedeutet, dass ich so ein bisschen mein Leben wieder planen. Ich werde da, glaube ich, auf Garderobe Plus dann auch nochmal ein dediziertes Video zu machen. Eigentlich müsste ich ja das Garderobe direkt dann dahin verfrachten, ne? Das war ja sonst so ein bisschen das für die Unterstützer halt sozusagen. Ja, da seht ihr übrigens auch, wie ich den Bagger hier hinbekommen habe. Genau, und den hier, gucken wir wieder da rein, da würde ich nämlich gerne mal schauen. Huch. Okay. Wie wir damit zurechtkommen? Also, wir haben rauf, runter. So geht die Schaufel zu, okay. Genau. Und jetzt haben wir hier 36.000 in der Schaufel. Was machen wir damit? Und das ist jetzt so ein bisschen das, wo ich überlegt habe, wie machen wir das? Und ja, ich hatte versprochen, das wird hier so ein bisschen Goldgräber, das wird so ein bisschen alles Mögliche. Aber eins soll es auf jeden Fall auch werden. Es soll ein bisschen Factorio sein. Ja, so sieht das nämlich aus. Und deswegen habe ich mir was überlegt. Und zwar, schon bevor dieses Projekt ins Leben gerufen wurde, ihr wisst, ich habe mir sehr lange Gedanken gemacht. Ich habe das Projekt lange nicht gemacht, aus Rücksicht vor anderen Kollegen, aber ich sag mal, in der vergangenen Zeit gab es so ein paar Punkte, die mir gezeigt haben, Fingerspitzengefühl ist nicht jedermanns Sache, da bräuchte ich es auch nicht mehr zu haben. Ja, es gab also so ein
ja, wie soll ich sagen, so ein Vorfall, wo ich halt, ja, ziemlich offen halt über meine Schwächen gesprochen habe und da wurde dann in der Wunde rumgepockelt. Das sind so Sachen, die kann ich da nicht haben. Und dann sollte man dann Konsequenzen ziehen, das habe ich gemacht. So. Die hier werden wir dazu wahrscheinlich nicht brauchen. Deswegen fahre ich die mal eben so ein bisschen an die Seite hier. Der soll aber noch abladen. Achso, der ist gerade blockiert von dem anderen. Dann schauen wir mal, was da Phase ist. Ah ja, der ist komplett festgefahren. So müsste er eigentlich rauskommen, ne? Ja, genau. Und Gold verarbeitet haben wir ja auch wieder. So, was ist denn sein Problem hier? Ah, der ist auf einer dieser Rückfahrpositionen von den... von den Belader-LKWs. So, jetzt habe ich lange genug auf die Voller gespannt. Was ist denn hier meine tolle Idee? Achso, der kann auch weiterfahren, ne? Genau. So, was ist denn meine tolle Idee? Und zwar das folgende. Ah ja, Kohle laden. Ja, lass mal auch mal. Da könnte ich meine Idee noch für verwenden. Und zwar, wir haben beim Händler die Option, was Schickes zu kaufen. Und zwar, das ist auch krass, ne? Ich muss immer wieder daran denken, wie wir mit diesen ganzen einzelnen Wagen angefangen haben. So, Silo für Belz. Das Ding würde ich gerne mal kaufen. Und dann folgendes. Das war hier nicht drunter, ne? Sondern hier. Und dann würde ich sagen, erstmal das hier. So. Jetzt hoffe ich nur, dass es an dem Unimog funktioniert. Ich gucke gerade so mit dem einen Auge nach oben. Wasser funktioniert auch. Aber die Frage ist nur, wie kriegen wir den hier weg? Da brauchst du ja so ein Ding mit so einem Kran oder so, ne? So, dann haben wir das hier. Hat der hier hinten so eine Anhängerkupplung? Nee, ne? Er könnte höchstens die andere über das normale Anhängen anhängen, aber das ist, glaube ich, zum Transport höchst ungeeignet. Ja, dann müsste ich jetzt in das hier einsteigen. Oder war das über die? Ne. Ich meinte doch, man hätte das hier noch miteinander verkoppeln können, oder nicht?
Hm. Das geht bestimmt irgendwie. Ich bin nur wieder zu dumm, dass es knallt. So, dann machen wir Folgendes. Es war Goldmine 1, ne? Abfahrt. Oh oh. Fährt jetzt einmal rum oder was? Das wäre natürlich nicht so schön. Genau, das war der eine Punkt. Der andere Punkt wäre... warte mal, ist es der Mine 1? Nochmal zur Sicherheit nochmal gucken hier. Ach, der geht nicht. Ich habe das ganz vergessen. Ja, okay, dann kommt der hingefahren. Genau. Die andere Sache, die wir auch noch im Hinterkopf hatten, ist, wir wollten das Betonwerk ja auch noch in... Okay, alles klar. Ja, speichern wir mal. Wir wollten ja auch noch die Betonfertigung mal so richtig schön in Angriff nehmen. Was ist jetzt los? Okay. Die Betonfertigung, wie gesagt. Und da habe ich ja die Behauptung aufgestellt, dass wir dieses Feld damit kaufen müssen. 1,6, das heißt, da müssen wir hinarbeiten, weil die Triggerpunkte teilweise irgendwie da ganz komisch lagen und ich wollte das jetzt nicht cheaten. Kann ich euch gleich nochmal zeigen. Also ein bisschen Beton hat man ja auch schon gebaut, ne? Wenn ich mich richtig entsinne. Genau. Dann gucken wir mal, was macht unser Gold? Und was macht unser Wasser? Was ist denn das immer für ein Motorgeräusch? Habe ich mich ja schon jetzt des Öfteren drüber gewundert. Und das ist auch nicht schön, dass er jetzt nicht automatisch fährt. Ich weiß nicht, warum nicht. So. Dann gucken wir doch einfach mal. Achso, der fährt das Wasser in die Goldschmelze und nicht da hinten hin. Wasser. Abladen Gold wäre das dann, ne? Also irgendwie, so einige Dinge funktionieren ja noch nicht. Kriegen wir hin. Wir sollten vielleicht auch den Kollegen hier mal aus dem Weg fahren, aber das machen wir jetzt eh. Weil wir ja die Paletten da rausholen müssen. Wenn die eventuell dann gleich voll sind. Oder auch nicht, weil hier Sprit fehlt, oder was? Nee, Sprit ist auch noch da.
Bin einigermaßen verwirrt. Na gut, so, wo ist denn der andere Kollege? Gucken wir mal. Ah ja, der ist der hinten. Kommt da gerade angefahren, da unten. Alright. Ja, das heißt, in der nächsten Folge werden wir dann so ein bisschen anfangen aufzubauen hier. Und ich denke, ihr ahnt schon, was ich da möglicherweise vorhaben könnte. Ah ja, und wir wollten natürlich auch noch eigentlich, damit wir vernünftig hier bauen können, das eine Feld hier vorne kaufen, ne? Das heißt, wir müssen doch noch mal ein bisschen in die Produktion rein, was verschiedene Sachen angeht. Und uns natürlich das überlegen mit der Betonproduktion. Das also mehr in der nächsten Folge. Ja, dem geht's gut hier. In der nächsten Folge. Bis dahin, besten Dank fürs Zuschauen und auf Wiedersehen hier in LS19 Gold Rush. Und wie gesagt, LS22 vorbestellen und mich unterstützen. Vielen Dank dafür. Entweder auf Garderobe Plus oder ne, LS22 Links in der Videobeschreibung. Danke für eure tolle Unterstützung. Bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Tschüss und bis bald.